Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer fantastischen neuen Folge hier von Fantastischen Farmers Dynasty. Mein Name ist Gadrol, schön, dass du wieder dabei bist. So, wir wollen uns mal umschauen, wo wir denn das Stroh jetzt hinpacken können. Da haben wir hier, da müssen wir einmal die ganzen Träger abklappern. Also hier in der Scheune würde ich es halt fast, ja, vielleicht nicht verkehrt. Hier liegt ja eh Stroh rum. Und warum liegt das hier eigentlich? Heulager. Am besten lagern Ballen unter dem Dach, sodass sie nass werden. Also dann doch hier. Aber 218 Kilo, 87%, wollt ihr mich veräppeln? Nee, das ist irgendwas anderes. Was sind das? Hä? Uff. Okay, also die Ballen gehören offenbar in die Scheune. Wir könnten die aber auch bei den Kühen oben lagern. Fahren wir die mal in die Scheune rein. Da kommen wir ein bisschen mit dem Trecker rein, auch mit dem Großen. Guten Tag. Warte mal, der ist ja noch hier. Habe ich das schon gezeigt? Wir haben ja auch noch ein Mähwerk hier. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass das Dach auch heile bleibt und ist und so. Haben wir hier denn noch? Hallo? Guten Tag. Ach, oh, eine alte... Hier, das ist eine alte Dingensmaschine. Die haben wir auch noch. Steht bei uns direkt neben der Bumsmaschine. Das klingt jetzt ein bisschen falsch. Warte mal, wir müssen mal, glaube ich, erstmal hier... dieses Gerät da rausholen. Das ist nämlich ein bisschen im Weg immer. Können wir ja auch mal mit mähen. Ein altes... Oh, das ist ja richtig, die alten Klamotten hier. Das ist so cool irgendwie. Wo steht das denn nicht im Weg? Da steht's auch im Weg. Wir parken das mal hier. Auch noch unterm Dach. Hier können wir mal grillen irgendwann. So. So. Und dann können wir mit den Ballenwagenwagen in den Ballenladewagenwagen reinzufahren. Oder so ähnlich. So, das geht natürlich nicht automatisch, das wäre noch schöner. Das bedeutet, wir müssen das von Hand machen, wie es aussieht. Ballen runter. Das habe ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich habe jetzt keinen Nerv, die hier hinzubansen, ne? Also ich denke mal, das seht ihr mir nach. Und Performance, ich höre dir trapsen, wenn wir hier zufällige Polygonelemente auf dem Boden ablegen, die physikalische Eigenschaften haben. Das könnte lustig werden. Und da lieber dann doch in den Stall bringen und in Stroh verwandeln. Aber ich hörte, das ist fehlerbehaftet, dass das Spiel abstürzt, wenn man das macht. Können wir ja gleich probieren, aber ich würde das halt gerne nicht riskieren, bevor ich nochmal gespeichert habe. Also, so lagern wir Strohballen ein, auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, ich bin jetzt in schweigender Stille, weil ich weiß, das ist für euch da draußen an den Empfangsgeräten an Spannung nicht, aber auch überhaupt nicht zu übertreffen. So. Okay, damit haben wir das genug gesehen. Hab ich gerade beschlossen. Was wollte ich denn jetzt? Ey, ich will Kühe. Jeder will Kühe. Aber wie? Soll ich jetzt die fehlenden Ballen ansammeln? Soll ich dazwischen eine Folge machen? Komm, wir holen die anderen Ballen auch noch. Damit wir mal sehen, wie viele sind das denn auf einen Schlag? Ja, wo könntest du denn die Kühe geben? Wir könnten das mal im Agrarladen versuchen, ne? Also irgendwie erinnere ich mich aber dunkel dran, dass das eigentlich der Ort war für Samen und Saatgut und Dünger und sowas halt. Das war ziemlich groß, da konnte man ja reingehen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gezeigt habe. Da kann man da reingehen, da wachsen dann auch, ne, die einzelnen Früchte, die man eventuell anbauen kann. Probe, so wenig wie in Empyrean.
Wo man im Hub ja auch immer die Sachen klauen kann. Borgen. Und dann sollten wir nochmal zu Becky gehen. Vorher kaufe ich einen Ring und dann gehen wir mal zu Becky und knallen dir einen Ring ins Gesicht. Vielleicht will die uns dann heiraten. Dann kann die nämlich das Essen für uns machen. Denn das kann man selber nicht. Das wäre für auch eine schöne Möglichkeit zu sagen, naja, du hast ja die Küche. Selbst ist der Mann. Machst dir doch also das Essen. Ne? Und nee. Ist nicht. Dieses Spiel setzt also da neue Maßstäbe im Bereich Gendern und PC. Da muss die Frau hinter den Herd, damit das funktioniert. Ich habe gehört, der Absatz in Sachsen und Bayern ist besonders groß von diesem Spiel. So. Zwei Ladungen Ballen. Ich glaube, es werden sogar drei. Natürlich blöd, wenn wir die jetzt haben und haben keine Kühe, die die fressen. Ne? Haben uns so viel Mühe gegeben. Aber wo könnte... Oh, ich bin wirklich hungrig. Dann essen wir nochmal lecker Omas Tomatensuppe hier. Ich könnte heute Abend auch mal wieder Tomatensuppe machen, aber nein, heute Abend gibt es... ich glaube... Ein Halloumi-Burger. Könnte ich ja mal in gekocht machen eigentlich. Wir hatten ja schon mal einen normalen Veggie-Burger, der sehr schnell gemacht ist und sehr lecker schmeckt. Da muss doch Fleisch rein. Naja, probier's doch mal anders. Und die Option ist dann ein Halloumi-Burger mit Halloumi und Käse, Kiwi. Halloumi und Käse. Guten Morgen, Garderol. Oh. Da ging noch mehr drauf, okay. Ich würde das ungern riskieren, die jetzt in den Stall zu laden, ehrlich gesagt. Also Das ist ja schön, ne? Da liegen die hier so rum, so wie das halt so früher war, ne? Dann hast du hier die Ballen liegen, dann wenn du welchen brauchst, dann schleppst du den halt von hier bis in die Scheune. Ist ja auch mal schön, wenn schön gemacht wird. So. So, immer diesen Triggerpunkt finden hier. Das ist ein bisschen nervig. Aber geht relativ zügig, wenn man einmal den Dreh raus hat. Ist natürlich dann gleich alles voll hier. So ein kleines Tetris, ne? Irgendwann, wenn das hier ganz voll ist, dann passt hier gar nichts mehr rein. So, wenn dann hier die Oma durchkommt, die ja bekanntlicherweise... Ach ne, die fährt ja hin im Hühnerstall rum. Und da bei dem habe ich mir immer mal vorgestellt, wie sieht denn das wirklich aus? Es gab da, glaube ich, auch mal Janoschs Traumstunde, wo dann immer solche Lieder, solche Kinderlieder, die wurden dann immer so visualisiert. Ich glaube, es gab sogar einmal, wo die Oma dann wirklich mit dem Motorrad dann im Hühnerstall rumfährt. So. Alle guten Dinge sind drei, das wissen wir ja, deswegen holen wir mal eben kurz noch den Rest. Dann wisst ihr auch ungefähr, wie viel Stroh. Stroh kann man aber, glaube ich, verkaufen. Sollen wir das mal machen? Hier. Getreide und Heuballen. Sollen wir die mal verkaufen, dass wir auch wissen, was es kostet? Würde sagen, ja. Einladung verkaufen wir. Haben wir gerade beschlossen. Sind wir flexibel. Machen wir mal. Vielleicht gibt es dann ja... Wir müssen ja eh in die Richtung wegen den Kühen. Und wir müssen auch gleich schlafen. Mensch, so viele Sachen immer zu tun. Ja. Also, weil nämlich zum Beispiel, wir wissen ja schon, in Landwirtschaftssimulator lohnt das mit den Ballen nicht. Grundsätzlich ist es eh die Frage,
was so ein Ballen eigentlich wert ist, weil es ist ja ein Abfallprodukt im Prinzip, was einmal bearbeitet wurde, dann durch mehrere Hände gelaufen ist, wie ich ja eben beschrieben habe, also aufladen etc., you name it, aber im Wesentlichen keine Wertschöpfung damit verbunden ist. Man kann das halt, man kann ja auch eine Biogasanlage verbrennen, man kann die zu Pellets machen, ne? Kennen wir ja jetzt aus Strohbergung, wenn wir da irgendwann mal zu kommen. Aber ja, das war's dann auch schon. Also sind nicht so spannend jetzt, ne? Ist halt so. Lohnt jetzt auch voll, ne? Das war ja jetzt so, Wenn wir allerdings jetzt 50 Euro pro Ballen bekommen würden, dann würde ich mich spontan auch dazu hinreißen lassen, das plötzlich ganz toll zu finden. Aber ich glaube, im LS ist es ja so, wenn man einen ganzen Wagen Stroh ablädt und man hat jetzt nicht gerade Südhämmern, wo da noch mehr Sachen rausgemacht werden, was kriegst du da? 2000 oder so für einen ganzen Anhänger und da ist ja bald der Sprit schon weg. Wenn nicht gerade Agrardiesel verbrauchst. So. Wir haben also jetzt auf unserem Wagen geladen 7 Ballen. Da müssten wir mal überlegen, wie viel waren sonst? 3, 6, 9, 15, 17, 19, 21, 22 Ballen passen hier wohl drauf. Kann das sein? Wird nicht angezeigt. So, und dann haben wir nämlich, dann können wir nämlich mal eben gucken, wie das aussieht, ob wir da nämlich die Sachen kaufen können. Ich muss auch mal gleich wieder pennen gehen. Also nicht nur hier Dosensuppe futtern. Ach so, das ist hier dieses Riesending. Das ist hier dieses Riesending mit den großen langen Teilen. Da hinten mit den Silos. Ah so. Ja, auch sehr geil hier diese Texturreflektion. Die sind uns ja damals in der Alpha schon aufgefallen. Ein tolles Feature. Da kann man auch bei Sonnenuntergang mal die Brille aufsetzen. Und ganz wichtig, auch bei modernen Spielen wie diesem hier ist J.J. Abrahams dabei und baut einen Lensflare ein. Gibt es noch eine schöne Geschichte dazu. Er hat das ja echt, also ich hatte, der hat doch diese Serie auch gemacht, die so ähnlich war wie Akte X. Sehr, 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 sehr gute Serie. Wirklich sehr gut gemacht. Nicht Lost, sondern danach die Serie. Und ich wusste das erst nicht. Und da waren dann die ersten Szenen, da stürzt so ein, also ist jetzt spoilerfrei halt, weil da passiert so viel in der Serie, da kann ich es ruhig erzählen. Er stürzt am Anfang ein Flugzeug ab. Und dann ist da so ein Glänzflare und Geflacker und Gemache und Getue, dass ich nur dachte, jo, ist ja fast wie von J.J. Abrams. Und guck in die Credits, jo, natürlich. Und dann hat er mal irgendwann erzählt, warum geht das nicht? Hat er gesagt, ne? Dann hat er gesagt, warum geht das nicht? Nee, und dann haben sie ihn ja mal irgendwann gefragt, sag mal, du mit deinem Lensflare, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, little bit too much vielleicht und so. Und dann hat er so erzählt, naja, ist ja lustig, dass du das sagst. Ist ja jetzt schon viel weniger, weil ich habe mit meiner Frau den Star Trek gesehen. Und den ersten. Und da war es irgendwie so, dass meine Frau mich immer fragte, du, was denn da jetzt eigentlich passiert? Ich kann ja gar nichts sehen. Das ist ja alles total, ich bin ja total geblendet und man sieht ja gar nichts mehr. Hör mal auf mit dem Scheiß. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann überdacht habe, sagte er, dass er, oh, Heumarkt, wir sind in Köln. Wir sind in Köln angekommen. Jedenfalls, dann sagte er, das sei der Zeitpunkt gewesen. What? Wir steigen ins professionelle Ballengeschäft ein. Das waren 7 Ballen für 1050. Wenn der Wagen also voll ist, kommen wir 3000. Jedenfalls war das der Punkt, wo er dann sagte, dass er sich dann in Zukunft doch mit Lensflares zurückhalten wolle. Man wolle ja schließlich auch noch was von dem Film sehen. Und nachdem er ja Star Trek schon kaputt gemacht hat. So, wir wollten hier unten hin, ne? Wo wollen wir hin? Hier zum Agrarladen, ne? Genau, Alarladen. Im Agrarladen wollen wir mal kurz noch nach Mukus gucken. Und ich glaube, das ist eine schöne Abrundung für diese Folge. Und dann fahre ich alleine nach Hause, lege mich in die Koje, gehe ein bisschen pofen. Wir sehen uns dann am nächsten Tag in alter Frische wieder, mit oder ohne Kuh. Also ich wollte ja der Becking Ring, war nicht, verstehst du? Also wegen
Ja. Dass ich dir das auch immer neu erklären muss, manchmal. So. Also in dem Sinne hat sich ja dieser Wagen schon gelohnt, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Ich mag das, wenn die Elemente, die man in das Spiel einbaut, auch durchaus Sinn ergeben. So, wir fahren mal eben kurz wirtschaftlich, ökonomisch. Am I right? Yes, I am. Übrigens konnte noch niemand nachhaltig die Frage beantworten. Ich habe ja, wie gesagt, einen Verdacht. Habe ich schon häufiger gestellt. Wenn jemand zufällig bei Film und Fernsehen arbeiten sollte, eine Frage, die mich und vielleicht viele andere die interessiert, oder andere haben das noch gar nicht bemerkt, aber achtet dann mal drauf. Und wenn ich das euch jetzt einmal erzähle, dann werdet ihr es immer bemerken. Welchen Grund hat es, dass der Regisseur die Anweisung gibt, immer, wenn man in einer Höhle unterwegs ist, mit Taschenlampen oder sonst wo mit Taschenlampen unterwegs ist, immer wird mindestens einmal mit Hilfe dieser Taschenlampe, und das ist übrigens gar nicht so einfach, denn versucht mal für einen Film geeignete Taschenlampen zu finden, wo man das Licht sehen kann. Das ist nicht trivial. Du kannst nicht einfach hier in meinpfadfinderladen.de gehen und da eine Taschenlampe kaufen. Das funktioniert nicht. Aber, um auf meine Frage zurückzukommen, denn ich bringe ja meine Punkte immer zu Ende und fange nicht nur einfach Sätze an. warum wird immer, und ich betone, immer, dann einmal, mindestens einmal, mit eben besagter Taschenlampe, dem Zuschauer in die Fräse geleuchtet, also in die Kamera sozusagen, das filmt. Das werdet ihr immer wieder feststellen. Das heißt, da sind, egal was ihr guckt, welchen Film ihr schaut, welche Serie, wenn da Taschenlampen unterwegs sind, also die Detektive, die Polizisten laufen mit Taschenlampen rum, untersuchen ihren dunklen Tunnel, immer wird einmal mit der Taschenlampe in die Kamera, die das filmt, geleuchtet. Ich habe eine Theorie, warum das so ist, möchte ich aber jetzt nicht sagen, weil das würde das Ergebnis verfälschen. Aber wenn ihr das zufällig wisst, schreibt es in die Kommentare. So, Agrarfachgeschäft, Weizen. Ja, warte mal. Wir kriegen beim Händler, wieso haben wir das im Hoflager, was habe ich das denn da reingekippt? Wir kriegen beim Händler für eine Tonne, ich wollte gerade sagen, also das ist doch nicht gut. So, was haben wir denn hier noch? Gras. Ah, hier Kühe, ja. Entschuldigung. Okay, wir kaufen ein Stück Kuh. Geht denn das? Heu haben wir. Dünger. Wie geht denn das jetzt? Kuh, kaufen. Hühner, Tomaten, Zucchini. Hä, wie geht denn das? Ihr sagt bloß, die sind jetzt alle, ich bin hier um Nacht, ist keiner mehr, der mir was verkauft. Hör mir doch auf, doch. Wie? Warum? Na, das ist doch nicht wahr. Die sind doch jetzt nicht am Schlafen hier und ich kann es deswegen... ist aber kein Problem. Pass mal auf, ich zeig mal einen Trick. Pass mal auf. Funktioniert hervorragend, dieser Trick, ne? Also, ist er denn da? Nein. Pass auf. Voll geil. Ist das ein cooler Trick? Hammer, oder? Da wärt ihr nie drauf gekommen. So, dann gehen wir hier. Schawupp, schawupp, schawupp. Dann gehen wir im Keller schlafen. Nein, wir gehen hier oben schlafen. Und jetzt sind wir richtig fit. Und jetzt? Geil, oder?
Guten Tag. Ich dachte, ich komme jetzt nochmal tagsüber wieder. Ich wollte aus dem Hochregal ein paar Kühe haben. Kann ich die bitte mit? Warum? Ah, hier. Ein Stück Kuh, zwei Stück Kuh. Lass mal überlegen, also zwei Kühe ist ein bisschen traurig, weil wir doch keinen Inzest haben. Nehmen wir mal vier. Ja, fünf ist eine schönere Zahl. So, fünf Kühe. Und fünf Hühner. Zehn Hühner. Und Hühnerfutter. Oh. Wir nehmen mal fünf Hühner. Na, warte mal. Wenn wir jeden Tag ein Ei haben wollen. Ich hab jeden Tag zwei Ei. Ach komm, jetzt. Hör mal, red mir jemand dazwischen. Wenn wir jeden Tag ein Ei haben wollen, dann brauchen wir ungefähr drei Hühner, ne? Machen wir mal so. Und ich würde mich sehr wundern, wenn 281 Kilogramm Hühnerfutter nicht ein bisschen reichen würde. Also, kaufen wir mal. Fünf Kühe, drei Hühner. Wie das aussieht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.